bin jetzt angekommen am Zielgewässer. Das Erste, was ich grundsätzlich mache, ich laufe erstmal zum Wasser. Die Fische begrüßen mich schon, also sehr viel Fischaktivität. Und von der Kulisse, das ist einfach traumhaft hier. Es ist Wahnsinn, Wasser, soweit das Auge reicht. Ja, und jetzt freue ich mich auf die Erholung. Bin gespannt, was mich hier erwartet. Ja, erstmal ein schönes Hallo. Ich sitze hier mit der Janine Pape. Ist eine bekannte Karpfenanglerin. Wie ist es so, wenn man sich so selbst sieht im Video? Komisch, ungewohnt. Warum? Weiß ich nicht. So wie man sich bewegt, man sieht es ja selber nicht, man macht es einfach. Und sich dann so zu sehen, ist es komisch. Okay, aber ich muss dir ganz großes Lob aussprechen. Der Dreh war sehr gut mit dir. Danke. Ja, also bist ja auch fotogen und ja, wir kommen mal zum Karpfenangeln. Wie bist du da eigentlich zum Karpfenangeln gekommen oder Allgemeinangeln? Hat ganz früh schon bei mir angefangen. Mein Vater hat mich mitgenommen, von klein auf. Also wenn er heute so darüber erzählt, konnte ich noch nicht mal wirklich laufen. Mhm. Und ja, so hat es halt angefangen und dann habe ich in 2007 meinen Angelschein gemacht und 2008 habe ich Mike kennengelernt. Ja, und Mike ist Karpfenangler und so bin ich dann auch dazu gekommen. Mhm. Und der Unterschied so zwischen Karpfenangeln und dem Allround-Angeln, so wie mein Vater es gemacht hat, ja. Wir sind halt morgens ganz früh hingefahren und abends dann irgendwann zurück. Mhm. Und für mich war es ein komplett neues Feeling, so über Nacht irgendwo zu bleiben. Okay. Und Hauptziel ist ja Frankreich. Ist das so ein bisschen durch Frankreich entstanden? Oder habt ihr zusammen auch in Deutschland geangelt? Und dann hast du gesagt, komm, ich finde Karpfenangeln total toll. Draußen die Natur also, wahrscheinlich auch zu genießen. Wir haben, man merkt es ja auch, dass du ja absoluter Naturliebhaber bist. Ich meine, das sind ja eh alle Karpfenangler, von dem abgesehen. Ja, also wir haben auch in Deutschland natürlich auf Karpfen geangelt. Aber Frankreich ist so für uns das Hauptziel geworden, weil es einfach... Ja, ich sag mal, von den Menschen, mhm. die Kulisse und einfach auch mal überhaupt wegzukommen. Okay, ne, also Urlaub machen. Genau. Ja, kann man aber nicht in Deutschland, da kann man doch auch entspannen. Man sitzt auch am Wasser und es ist ja nur eine andere Location. Ist da irgend so was Besonderes mit Frankreich? Für uns ist das eigentlich dieses Besondere, aus Deutschland mal wegzukommen. Okay. Ein fremdes ja, aber, Land. Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche, aber merkst du das, dass zum Beispiel viele Karpfenangler in Frankreich gibt, die kommen aber nicht nach Deutschland? Ja, warum? Deutschland ist auch ein schönes Land, wenn ich mir zum Beispiel hier das Mecklenburg anschaue. Dann hast du ja auch gesagt, das ist ja schon eine Augenweide. Ja, das stimmt. Also, Salagou wahrscheinlich. Richtig. Ja, ich weiß das. Das wollte ich nur ein bisschen sticheln, weil ich habe nämlich die Bilder gesehen. Also das muss man auch sagen, dass die Karpfenangler schon extrem unterwegs sind, was Landschaft betrifft. Man sieht Sonnenaufgänge, obwohl man die auch in Deutschland habe. Aber das Karpfenangeln ist ja auch, ja, es ist Entspannung, es ist Freiheit, es ist einfach schön. Genau. Was steht bei dir an erster Stelle? Die Natur. Okay, als zweites? Urlaub. Draußen zu sein, am Wasser zu sein. Okay, ich bin ja auch so ein Frankreich-Angler oder Liebhaber und ich habe jetzt 20 Minuten ins Elsass. Ja. Und in Baden-Württemberg ist ja jetzt noch das Nachtfischverbot. Mhm. Und in Frankreich gibt es halt viele Stellen, die halt ausgewiesen sind, wo es Nachtangeln erlaubt ist. Und man will halt auch wirklich mal 2-3 Tage in die Natur gehen. Und bei euch ist das ja genauso. Es geht ja nicht immer um den Fisch, es geht ja eigentlich um die Natur zu genießen. Genau. Und draußen zu sein und abzuschalten. Ich nehme ein Foto in die Hand, ich fotografiere die Vögel, die Tiere und das ist das Schöne beim Angeln. Wenn du natürlich dann noch einen Fisch fängst, klar, dann ist ja eigentlich alles perfekt. Jetzt komme ich nochmal zurück, ihr seid ja viel im Salagou unterwegs. Ich meine, das ist ja ein Traumgewässer, da war ich jetzt noch nicht. Werde ich auch irgendwann mal machen. Wie sieht's aus? Was habt ihr vor noch? Weil nur Salagou, habt ihr nicht mal andere Interesse? Lac de Martin, Mike ist ja Lac de Martin-Fan. Richtig. ich habe mich mit dem Martin noch nicht so befasst. Salagou ist so einmal da gewesen, ich muss immer wieder hin. Ja. Und ich weiß nicht, mal gucken, was passiert. Also nächstes Jahr ist auf jeden Fall nochmal Salagou geplant. Aber gucken, ich bin eigentlich für alles offen.
Okay, okay. Jetzt komme ich noch mal ganz kurz zurück. Vorhin habe ich dich beobachtet beim Ablegen der Montage. Also was mir aufgefallen ist, man merkt schon, dass du Übung hast. Du gehst ins Boot, Elektromotor, gibst Gas, kurbelst ein. Ist für manche nicht so einfach. Ich meine, ich mache jetzt keine Anspielung, weil du jetzt eine Frau bist, aber man merkt schon, dass die Erfahrung da ist. Woher hast du die Erfahrung? Kam das vom Salago? Ja. Warum grinst du jetzt so? Hat der Mike dich erzogen, dass du das richtig machst? Ist das wirklich so? Also es ist wirklich so, also dass ich mir viel bei Mike abgeguckt habe, also, was das Bootsfahren betrifft. Ja. Ich habe es natürlich auch, bevor wir zum Salago gefahren sind, ausprobiert. Okay. Dass ich da nicht komplett alleine mit dem Boot unterwegs bin. Aber so gut, wie es vorhin geklappt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, klappt es auch nicht immer. Okay, da bist du wenigstens ehrlich. Ja. Ja, und wir haben ja mal das Thema gehabt mit diesen leuchtend farbenden Schnüre. Du fischst ja jetzt ganz normale Mono. Genau. Clear oder ist das, glaube ich, weiß oder clear. Mhm. Was hältst du denn davon, zum Beispiel jetzt hier von sowas? Ja. Ist doch eigentlich schön. Wenn das doch jetzt lila wäre, zum Beispiel, jetzt wie deine Mülltüte, was habe ich auch noch nicht gesehen, eine lila eine Mülltüte, ja gut, du bleibst wenigstens noch eine Frau. Ja. Das ist ja auch okay. In lila, wäre das nicht was für dich? Würde natürlich schön aussehen, wobei ich sagen muss, dass das Blau auch schön ist. Aha, Babyblau ist das ja. Ja, aber ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, was diese Schnüre betrifft. Ja, okay, erzähl. Weil ich Angst habe, dass, wenn die Schnur unter Wasser ist, dass es den Fisch abschreckt. Mhm. Hast du dir den Video angeschaut von mir? Ja. Und, was habe ich da erzählt? Und da ist es genau dieser Punkt, warum ich sage, ich bin hin und her gerissen. Ja, was habe ich denn am Schluss, wenn der Safety-Clip kommt, was ist denn da? Was kommt denn da? 1,5, 1,2 Meter? Ja, da ist noch was vorgespannt, das stimmt, ja. Vorgespannt, ja. Fluorcarbon. Fluorcarbon hast du noch davor, ja. Okay. Ich muss sagen, was du gesagt hast mit den Seerosen, dass man die Schnur besser sieht. Ja. Das ist wirklich so. Mit Schilf, der Fisch geht in Schilf. Du siehst, wo die Schnur lang geht. Nachts vom Land aus Angeltriller, du siehst, wo der Fisch hingeht. Ja. Also ich mache dir einen Vorschlag. Das ist ja jetzt eine Orangene. Mhm. Ja, okay. Ich habe jetzt noch eine 1000 Meter Oysterline dabei. Die schenke ich dir. Nimm die, probier es aus. Okay. Ja, und dann reden wir nochmal drüber. Alles klar. Dann möchte ich gerne deine Meinung wissen. Jetzt will ich nochmal ganz kurz nochmal zurückkommen auf hier, Freilauf. Mhm. Du bist ja ein Karpfenangler, der gerne mit Freilauf fischt. Warum? Warum Freilauf? Ich finde, das vereinfacht ziemlich viel. Okay, was zum Beispiel? Zum einen, wenn ich die Rute jetzt auf dem Pott liegen habe und ich möchte an der Schnur noch ein bisschen noch ein bisschen Schnur geben, ja, dann klicke ich also wirklich nur schnell den Freilauf um und kann an der Schnur ziehen. Okay. Habe ich den Hakenköder zu weit oben, wenn ich die Rute halte, kurz den Freilauf auf, das Gewicht durch das Blei geht runter. Mhm. Also ich finde es sehr, sehr einfach. Deine Rute liegen ja jetzt hier auf den Bissanzeiger. Du machst ja den Freilauf rein. Kurbelst, Freilauf geht. Genau. Geht zu? Mhm. Genau. Ich mache das nicht. Ich benutze den Freilauf nur, wenn ich Montage ablege. Finde ich total praktisch. Ja. Bei dir habe ich das jetzt gesehen, du arbeitest gar nicht mit dem Freilauf, wenn du Montage ablegst. Du machst einfach nur den Bügel auf. Genau, ich mache es über den Bügel. Ja, das gefällt mir nicht. Das mache ich nicht gern. Aber das ist eine Einstellungs- und eine Geschmackssache. Ja. Ja, das macht jeder so, wie er will. Das funktioniert beides. Jetzt zeige ich dir ganz kurz noch einmal eine Rolle. Die hat keinen Freilauf. Aber durch die Bremse war eigentlich so gut wie ein Freilauf. Hast du mit sowas schon mal geangelt? Ja. Wie findest du das? Du bist nicht so ein Freund davon, gell? Nee. Ich mache dir einen Vorschlag. Ich gebe dir nächstes Jahr dir 2 oder 3 Rolle, wo so aufgebaut sind, wie jetzt hier diese Affinity. Ja? Das ist jetzt die Black Edition. Box ist hinter uns. Achtung, lass ihn hier. Ich glaube, ich pack's wohl nicht. Sieht man den? Ah, hier läuft er. Guck. Das ist ja wohl jetzt wohl der Hammer. Hey, das ist. Ach Gott, das ist ein schönes Tier. Guck mal, setz dich hin. Bleib mal sitzen, bitte.
gemacht. Das ist ja echt klasse, gell? Wahnsinn. Ja, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ich weiß es nicht mehr. Ich würde sagen, wir machen einen Cut. Genau. Also, okay, macht's gut. Viel Erfolg, viel Spaß am Wasser und genießt die Natur. Genau. Tschüss. Tschüss. Er wird bestimmt wiederkommen. Warte mal ab.